Ja, Bahrain ist nicht Melbourne, liebe Motorsportmagazin von Comleser. Deswegen habe ich jetzt auch keinen wunderschönen Ausblick auf den Albert Park Lake oder auf ramponierte Mauern am Streckenrand zu bieten. Es gibt nur die Hotellobby, die dafür hier schön mit Massagesessel und Brunnen. Aber trotzdem komme ich immer wieder gern hier nach Bahrain. Es wird viel für die Journalisten getan, deutlich mehr als an anderen Orten. Es gab gestern Abend bei der Ankunft die traditionelle Journalistenparty. Deswegen ist es vielleicht dem einen oder anderen heute ein bisschen schwerer gefallen aufzustehen. Es gibt am Samstag ein Journalisten-Kartrennen direkt neben der Rennstrecke. Also wir haben hier schon ein bisschen Spaß, wir werden auch gut versorgt. Bestes Catering im ganzen Jahr. Hier kann man schon aushalten. Es war aber ein komischer Auftakt, muss man sagen, in dieses Bahrain-Wochenende, denn als wir angekommen sind, schon beim Anflug hat man gemerkt, oh, da ist ein bisschen Wetter im Kommen, also das Flugzeug war schon etwas unruhig und das hat sich dann im Laufe des Tages auch bewahrheitet. Also wir hatten Regenfälle, wie man es nur selten kennt aus der Wüste, so ein paar Tropfen sieht man ja öfter mal, aber dass es den kompletten Tag über regnet, so kalt ist, das ist doch ein Novum für mich gewesen hier in Bahrain. Und es war natürlich noch aus einem ganz anderen Grund sehr komisch, denn Fernando Alonso kann nicht teilnehmen am Grand Prix. Die Ärzte haben ihm ein Startverbot erteilt. Die Verletzungen, die er vom spektakulären Unfall vor 2 Wochen in Melbourne getragen hat, die sind doch schlimmer als angenommen. Er hat sich die Lunge ein bisschen beschädigt, er hat sich auch die Rippen, man weiß es nicht genau, gebrochen, angebrochen. Auf jeden Fall ist es zu gefährlich für ihn, dieses Rennen zu fahren. Man kann sich es vorstellen mit so einer gebrochenen Rippe, alleine schon bei den Gehkräften, die beim Bremsen auf den Körper da wirken mit dem Gurt, dass das für die Lunge dann vielleicht nicht so gut ausgehen könnte. Stoffel van Dorn kommt jetzt deswegen zu seinem Grand Prix-Debüt. Der wird erst eingeflogen, last minute für ihn. Ich bin gespannt, aber man klar, darf sich nicht zu viel erhoffen, denn die Strecke hier in Bahrain ist ganz klar nicht für den McLaren gemacht. Das ist sein erster Einsatz. Schwierig für ihn, sich da irgendwie zu behaupten, zu beweisen. Für ihn natürlich eine schöne Sache trotzdem, dass er einen Formel 1 Grand Prix fahren darf. Aber ob das so der richtige Ort ist, ich wage es zu bezweifeln, auch mit der Vorbereitung, erwarten wir uns mal keine Wunder. Dann heißt jetzt wie immer, die freien Trainings abwarten. Erste freie Training und drittes freies Training sind natürlich für die Cuts, weil die noch bei Tageslicht stattfinden. Wenn die Sonne hier runterknallt, ist richtig heiß. Qualifying und Rennen sind ja dann abends unter Flutlicht, deswegen die Bedingungen komplett anders. Warten wir mal ab. Ich glaube, spätestens Samstagabend wissen wir dann mehr. Und ich genieße jetzt noch ein bisschen hier die Massagefunktion von unserem Sessel in der Hotellobby.